es nochmal abwartet. Jetzt ist die Sicht frei, das Spiel läuft. Der AFC in den weißen Trikots von rechts nach links, der VfB Lübeck. Das ist die Station von Felix Trinkholz. Ja, da ist Platz da. Müller noch dran, nochmal direkt abgenommen. Ball ist noch frei und jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Mirko Boland lässt sich feiern. Sven Müller sagt, warum? Ich hab ihn doch. Er, der Grand Seigneur von der Lohmühle, Mirko Boland. Wir schauen drauf. Also, erstmal hier. Müller kriegt den Ball nicht richtig raus. Und dann tröppelt er da zu Boland und dann... Oh, boah, das ist schwer zu sehen. Vielleicht von hier. Schauen wir nochmal, ob er mit dem gesamten Umfang hinter der Linie... Oh ja. Ja, das ist in dem einen... ...Kombination mit sofortigem Abschluss. Polans. Da kommt Breyer! Pascal Breyer macht ihn rein. 2:0 für den VfB Lübeck. Und es war Pascal Breyer, sein erstes Tor. Das war richtig gut gemacht. Mirko Polans mit dem feinen Fuß und dann ist er eiskalt. Geiritz. Jetzt gibt es Elfmeter. Es gibt Elfmeter für den Halleschen FC. Wir schauen drauf. Nee, also. Vielleicht aus der Position noch ersichtlicher. Thiel will den Ball spielen, sieht ihn nicht an. Raum. Kevin oder Dennis. Kevin! Und dann ist er drin! Ja, bist du denn verrückt? Was ist hier heute los? Und hier, schau mir drauf. Erst Levy mit der überragenden Tat und dann nochmal. Nein. Dennis, und es gibt den nächsten Elfmeter. Ich glaube es nicht. Also, was ist hier los? Und dann ist Schluss. 2:2 heißt es am Ende zwischen dem VfB Lübeck und dem Halleschen FC. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.